Gut zu stehen, Bremse aus, zack, raus hier. Da steht unser gutes Stück. Zack. Und jetzt, nee, Tür ist noch offen. Penner liegt, sitzt auch noch da. Und ei, hitto, hyvin löytö. Mä en tajunnut, että meidän mettissä on tällaisia kosteja. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Summer Car aus einem Kästerhäuschen bei unserer kleinen Werkstatt hier, denn ich habe schon mal etwas vorgespielt, damit das nicht zu langweilig wird, denn wir brauchen unbedingt Geld und habe mich auf die Suche gemacht nach einem Wrackfahrzeug, was uns Geld bringen soll, und da steht das gute Stück, das habe ich bisher gezogen. War vorher in der Stadt noch etwas einkaufen und ja, guck mal, wie viel Geld wir haben. 0,6 Mark. Finnische Maka, so die Währung ja hier, 1995 Euro, gab es ja noch gar keine. Ja, war ein bisschen einkaufen. Ja, und dann wollte ich eigentlich hier noch Benzin und Diesel tanken für zu Hause. Wir brauchen ja auch noch Benzin für unser Auto, damit wir überhaupt hierher fahren können, weil wir ja noch einiges einstellen lassen müssen. Und ja, aber mir ist das Geld ausgegangen. Daher, wir in dieser Folge brauchen wir unbedingt Geld. So, da habe ich den jetzt hier schon mal herangezogen. Und hier unterwegs muss auch noch irgendwo einer sein. Das würden wir dann gleich als nächstes machen. Was? Was? Du hast zu? Du bist doch noch da. Da liegt doch. Hallo. Da liegt mein Umschlag. Wenn ich jetzt schlafe, ist es ganz Nacht. Dich ist etwas unpraktisch. Kann ich das beschleunigen, wenn ich das speichern tue? Wir schauen mal. Ist doch noch hell. Ah, der hat bis 16 Uhr noch auf oder so. Ganz komisch. Zack, einmal kurz gespeichert. So. Da sind wir schon wieder. Es ist etwas vorangeschritten. Oh Mann. Ich wollte das Wrack jetzt mein Geld haben. Der sitzt hier drin und lässt sich hier, weiß ich nicht was, die Kacke aufs Auge bräuen, ey. So ein Arschloch. Denn hier haben wir noch auch noch gleich zwei Aufträge. Das passt nämlich einmal der Herr hier und der da hinten. Aber ich wollte jetzt nicht mit einem vollen Güllewagen durch die Gegend düsen. So, come on. Wir legen uns mal schlafen. Mal schauen, was passiert. Aber ich gehe mal davon aus, dass es dann dunkel ist. Mitten in der Nacht. War klar. Nee, das wollte ich nicht. Aber Funzel an hier. Sind wir natürlich noch nicht müde und der hockt hier immer noch. Das Klo hat immer noch geschlossen. Ich wäre blöd. Das hält auf. So, Gülle abpumpen brauchen wir auch nicht versuchen. Das ist doch zum Mäusemelken. Und unser Auto bewegt. Nein, wir haben gepennt. Ach, Kinders, was machen wir jetzt wegen dem kleinen Hurensohn hier? Könnt ihr den Karre gleich Schrott kloppen hier, ey? Wir probieren es nochmal mit Speichern. Mal schauen. Ich habe leider auch noch nicht mal eine Uhr hier irgendwo zum Lesen, wie spät es überhaupt ist. So, dann sind wir zurück und es ist hell. Also mit Speichern klappt es auch. Da vergehen ein paar Stunden. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, wie spät wir es haben. So. Hockt der hier noch? Ist mein Prüfungsschlag? Ich glaube, der Prüfungsschlag ist unser Geld. Der hat immer noch zu. Ach, schwer blöd. Mach das Brett auf! Ey, hitto, hyvin löytö. Mä en tajunnut, että meidän mettissä on tällaisia kosteja. What a great junk find. Thanks, boy. Here is some money. Ja, war klar. Hör damit. Ich brauche Geld. Ich habe noch nicht einmal ein finnische Marker auf der Hand. Ich werde blöd. Dankt sich für das Schrottauto, aber
Und pennen können wir noch nicht. Oh. So. Tun wir nochmal speichern. Es ist am Morgen, die Sonne geht auf. Und das Schrottauto hier auch noch hinliefern? Glaube ich nicht. Schade eigentlich. So. So, jetzt so. Wenn du jetzt nicht aufhast, mein Freund, nimm ich den Vorschlaghammer aus meinem LKW und dresch das deinem Auto hier drüber. Auch wenn es mir weh tut. Ah, wollte schon sagen, endlich. Terve, terve. Mit Mika oli pojalla mielessä. Ja, wo ist jetzt mein Geld hin? Kyllä aika hirveetä skeidaa, kun mä katon tätä sun rusinapullaas tässä, mutta... Set car off your... Jos me tietty hinnasta sovitaan, niin ehkä me saadaan tästä... Älä missä mich rollen, was... No, sanotaan rusinat on pulla. Is mein Geld. Ei tu pussy. Vaino helvet. Ist der Briefumschlag weg? Ich war blöde. Alter, wo ist mein Geld? Wie kann ich dich hauen? Nee, nimm den Daumen weg. Das ist beleidigend, oder? Stinkefinger kannst du auch zeigen, ist mir egal. Ich will den. Klopp den nieder. Hier, komm hier. Alter, wo ist meine Ko. Auf dem Konto auf jeden Fall nicht. Ich raste aus. Ich nehme die Scheiße wieder mit. Alter, du spinnst mal. Ja, pass mal auf, was ich mache hier. Weg. Abschleppseil, zack. Ich die Kacke wieder mitnehmen, ist mir das egal. Zack. Zack. Überlegst du, rück die Kohle raus. Wo ist meine Kohle hin? Wenn ich den ganzen scheiß Büro durchsuchen muss. Ja, brauchst du nicht so blöde Glatze mit einer Sonnenbrille. Scheint eh keine Sonne rein. Ja gut, wie du meinst. So ein... Briefumschlag. Plötzlich war er weg. Na gut. Können wir mal was ausprobieren. Ah, wir verdursten hier schon fast wieder. Na komm! Aus der Gang low. Was geben. So. Gucken, ob er sich anders überlegt hat. Haben wir uns ein Stück bewegt? Wir haben uns da kurz zwischenzeitlich sein Auto geborgt, aber. Eigentlich noch keine Rechtfertigung, meine Kohle nicht zu geben. Ja, da wäre wirklich keine Kohle. Okay. So. Dann parken wir den hier um die Ecke. Definitiv. Wenn ich kein Geld kriege, kriegst du auch kein Schrottauto. Sag ich dir, mein Freund. Nicht mit uns! Spinnt wo? Das will ein Geschäftsmann sein. Eieieiei. Peinlich. So. Komm, mach's Brett zu. Ich bin fertig mit dem Vogel. Einmal lösen. Erster Gang. Ab zum Kunden da hinten hinstellen. Wir geben uns erstmal, würde ich sagen, auf der Suche nach dem zweiten Schrottauto. So eine Pissnäge, ehrlich. Wir brauchen dringend das Geld. Entschuldigung, ich muss hier mal was zwischenbunkern. So, mal die Grenze platzen. Wollen ja nicht den Gulli noch hier zumachen. Sehr schön. So. Bremse rein, raus. Ja, das passt. Ich komm's später wieder abholen, ne? Dann versuchen wir das später nochmal. Also er beschuldigt mich, dass ich das geklaut hätte. Aber ich habe kein Geld gekriegt, damit ist es nicht geklaut. Kann man so lösen. Wieso rollt ihr immer hier vor? Das nervt. So. Mal high wieder starten. Ach ja, geht das.
verarscht uns nicht. Wir können besser verarschen. So. Immer noch 0,6 Mark. Ich weiß nicht, wie ich das Benzin noch bezahlen soll. Schweige denn irgendwelche Reparaturen für unser PKW. Und der nicht fährt. So, klar. Geh da rüben hin. Bremsen. Ist von der Bewegung her ist alles realistisch. Und es wird hier noch ein bisschen dauern, bis wir überhaupt wieder zu Hause sind. Wir haben noch vieles vor. So. Wir halten erstmal Ausschau nach Scheunen. Und da sind quasi ja diese Schrottfahrzeuge versteckt. Also es soll insgesamt 3 Stück geben. 3 Schrottautos. Bis zu 4000 Ökolücken wert. Angeblich. Ob es so ist, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nicht, was wir für den gekriegt hätten. Komm, sauf schneller. Aus der Mitte. Achso, jetzt war zu. Kann ich das öffnen? So. Was hier. Das ist ein Gebäude. Ja. Das ist ein Gebäude. Das ist getäuscht, okay. Mann, sieht eigentlich unser Benzin aus. Ist gut. Flachs da hinten. Hauptsache, wir haben mal was zu trinken an Bord. Nicht, dass wir unterwegs verdursten sollten. Das Essen müsste auch irgendwo im Auto sein. Ich habe extra noch eine Pizza geholt. Das hat auch noch gerade so gereicht. Ja, wir müssen was gegen den Kontostand machen. 0,6. Finnische Marka. Überhaupt so eine Scheune. Boah, das ist ein Weg. Den ganzen Weg wieder zurückziehen. Eieieiei. Du hast überhaupt keinen Sprit. Weg. Oh, hier haben wir eine Scheune. Wunder. So, Handbremse. Greifen wir raus. Greifen wir raus. Dankeschön. Scheune, Scheune. Hier ist eine Scheune. Sieht gut aus, sieht gut aus. Jawohl. Hier ist ein Auto drin. Noch so ein Schrottwrack. Das ist meine Pizza. Die ist wieder auf. Pizza soll hier kein Gas drücken. Weg damit. So, könnte ich jetzt bitte einsteigen? Dankeschön. Rein mit dir. So. 12 Mal Handbremse raus. Dann machen wir gleich mal C. Runter. So. Anbremse. Türe auf. Vorschlaghammer. Raus aus dem Auto. Lock auf das Ding, come on. Meins. Nummer 2. Zack. Sehr schön. Denn ohne Vorschlaghammer kriegt man es nämlich nicht auf. Wie gesagt, das erste Frackauto zu finden, das hat mich fast 2 Stunden gedauert, um bis hierher zu ziehen. Mit Einkaufstour. Eieieiei.
bitte nicht, du einfach mal. Dankeschön. Was kann denn das tun? So. Zack. Ach du Scheiße, stehen wir schief. Ach du Scheiße. Da. Na komm on. Willst mich ärgern, ich merk's schon. Na. Na. Zack. Wenn wir den hier so rüberziehen, dann wird's Brühe. Ist auf jeden Fall noch definitiv ein ganzes Stück zurück. So. Setzen Türe zu. Okay. Jetzt haben wir schon die Scheiße. Genau an der Ecke, wie beim anderen. Müssen nochmal abkoppeln. Das ist sonst zu aufregend. So, rein hier. Dann wollen sie lösen. So. Das müsste man aber rübergezogen kriegen. Sogar relativ kurz, das ist gut. So, Abschleppseil. Zack. Zack. Ich hoffe es. Drive Mode, erster Gang. Sehr gut aus, sieht sehr gut aus. Aufs Brett zu kommen. Haben wir ihn am Seil? Ja, nein, aber mit uns. Da ist das gute Stück. So, das schaffen wir wieder zurück. Zu unserem Liebling hier von der Werkstatt. Schauen wir, was er bereit ist zu bezahlen dafür. Wenigstens das erste Geld in der Hand haben. Geht bergauf, ich kann den vierten schalten. Das kann was werden. Ja, kann man den fünften schalten, schon leckeres drum. So. Ich hoffe, wir kommen in Halshaar dort an. Gibt es das erste Geld. Heischalter kackt halt komplett ab. Vielleicht mal das Rad hinten ablassen. Nee, nee, brauchst nicht rummeckern. Komm, das schaffst du. Komm, gib dir mir. Wenn wir rollen, also im zu hohen Bereich fahren. Das kommt
hört sich, glaube ich, nicht so gut an. Das zieht ein. Ach du Kacke! Das hat er jetzt aber geschleudert. Ist er noch dran? Ja. Knapp. Knapp war es gewesen. Komm, schaff's. Das ist der LKW. Das ist ein Schrottauto. Das ist schon wieder dunkel, kann das sein? Ist doch nicht wahr. Euer Ernst, oder? Vor uns ist dunkel. Schlimm, 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 schlimm. So. Schon so spät. Nicht dann. Will ich wieder warten. Da bist bis 16 offen und uns sieht ein Unwetter auf. Ich kann es schlecht erkennen. So, come on. Ich glaube, den Berg noch, dann haben wir es rennen fast geschafft. Und dann gibt es endlich unser erstes Geld. Ich hoffe es. Also wenn der definitiv das Vieter nicht auszahlt, dann klatscht es fünf. Mal vierten Low. Ja, Alter. Lahmarsch. So. Müssen wir jetzt auch mal langsam da sein. Hier immer wirklich Unwetter oder was? Das würde das die grauen Wolken am Himmel erklären. So, komm, wer schaffst du? Berg hoch und dann müssen wir da sein. Jawohl, da ist das Haus vom Kunden, den wir noch abpumpen müssen. Das ist das zweite Auto eigentlich, aber das erste Auto haben wir noch kein Geld gekriegt. Obwohl er es gesagt hat. Und der Briefumschlag war plötzlich weg. So, runter, 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 runter. Es ist ja gewittert. Zu stehen, Bremse aus, zack, raus hier. Ja, da steht unser gutes Stück. Zack. Und jetzt, ne, Tür ist noch offen. Penner liegt, sitzt auch noch da. Und ei, hitto, hyviä löytyy. Mä en tajunnut, että meidän mettissä on tällaisia kostlia. Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Hier ist der Money for it. Joo, schön. Und wie viel ist das jetzt? Warum kann ich das nicht nehmen? 4500 Mack! Ist da jetzt das zweite Auto mit drin oder nicht? Gute Frage. So, wir schauen mal, was es. Oh, was ist, was er so anbietet? 50% Rabatt? Na, das lohnt sich doch. Wheel Equipment. Das müssten wir machen. Ja, Bremsencheck und Repair müssen wir natürlich auch machen. Repair of broken engine parts. Das haben wir eigentlich nicht. Engine Adjustment, Motoreinstellung, Motor Tuning könnten wir auch gleich mitmachen. Hier, Windschutz. Fenster müssen wir auf jeden Fall machen. Wall Cage. Install. 5500. Hast du einen Schatten? Brauchen wir aber auch. So. Gangeinstellung. Das hier?
Was ist das? Sheet Metal and Rust Repair. Okay, das wollen wir nicht. Das ist anmalen. 8000, also es würde uns 16.040 finnische Magga kosten. Und durch die 50% Rabatt müssen wir bloß 8020 blechen. Eieieiei. Ja, über die Hälfte knapp Hammer. So geht das weg, genau. 4000 brauchen wir noch. So, wir probieren das nochmal aus. Wir holen nochmal jetzt das andere Schrottauto. Jetzt war er wieder gesprächig zu uns. Ja, und dann müssen wir aber noch für. Ach, und Geld für Benzin brauchen wir ja auch noch. Komm, mach's Brett zu. So. So, fahren wir mal zu unserem ersten Kunden. Wow. Wir haben natürlich unser Auto wieder. So, raus. So. Abschleppseil. Gestrandet. Abschleppseil. So. So, einmal rein, bitte. Dankeschön. So. Drive Mode. Ach nein. Nicht high, wir müssen low fahren. So. Einmal hier um die Kurve rum. So, Kunde. Kommt dann gleich wieder, ne? Deine Kackdingsbums abpumpen. Genau, ich hab mich nicht vergessen. So. Natürlich noch gucken, ob wir eventuell noch dafür unser Geld bekommen. War ja mit schönen Schrottautos zu. So. Komm mal, schaffst du. Was ist da? Die Tür ist noch offen. So, ja. Zack. Steht auf jeden Fall da. Es kann sein natürlich, dass das Geld jetzt mit in den Briefumschlag war. Ich glaube nicht, dass wir 4,5 Riesen für ein Schrottauto kriegen. Oder doch. Er macht nichts. Schade. Nun gut. Wir haben es abgeliefert, er kann uns nichts vorwerfen. Zack, zack, zack. So. Ja, Drive Mode. So, Handbremse. Ich würde sagen, wir parken hier mal schnell ein. Ordnungsgemäß. Oh Gott, die Kurve liegen wir nicht mehr aus. Genau. Schön wie das Schrottauto gedüst. Herrlich. Gerade so die Kurve gekriegt, ja. So. So, Bremse an. Motor, machen wir es mal aus. So. Ja, dann würde ich sagen, war das eine neue Folge von My Summer Car. Wir haben erstmal Geld für Schrottautos bekommen. Machen dann in der nächsten Folge hier noch die zwei Aufträge. Immer noch 1200 sind 2400 sind 6900. Ja, fehlen uns immer noch ein paar Euronen. Oder wir lassen erstmal den Überrollkäfig weg. Hauptsache das Auto läuft erstmal. Gut, das war es mal eine neue Folge von My Summer Car. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Über einen positiven Daumen würde ich mich natürlich freuen. Damit unterstützt ihr meinen Kanal natürlich. Ansonsten bedanke ich mich recht herzlich, dass ihr dabei wart und hoffe, ihr seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin verabschiede ich mich und sage Tschüss. Bis dann.